So, bitteschön, mein Freund. Da ist das Ding. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verlassen können. Das ist schön. Aber das kriegst du hin. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Guck. Na dann, werden wir das mal machen. Hier drüben. Ja, ja. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Nein, wir müssen nein. Es jetzt tun. Bitte? Warte, Amelia. Wo gehst du hin? Warte! Tja, Scheißdreck, Alter. Hat irgendeiner gesehen, wer da am Steuer sitzt? Ja, kann aber Camera gewesen sein. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich, bitte! Ich liebe dich. Ja, zu Kenora muss ich erstmal sagen, du Schlampe! Ja, hat sie uns schön aufs Kreuz gelegt, irgendwie so ein Dreck. Na gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie kommen wir jetzt irgendwie an das Shuttle nochmal ran. Ah, nicht das. Shit. Einfach nur. Nö. Na jetzt. Isaac? Bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Ja. Also ich habe persönlich eigentlich gedacht, dass Nicole eine Halluzination von uns ist. Aber sie ist doch tot, oder? Also, zieh Nicole mal ran. Lass mich mal daran. Isaac, was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Track das ist nicht vorbei. Ah, doch.
Doch. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Tja. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sehen so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Okay. Dude. So, okay, na dann. Was macht denn ihr hier? Na, sind die fein? Penner, es hat uns gewichten. Sag mal. Oh, hier! Da. Oh. Sind hier noch einer? Schau mal. Da ist er. Ja, die Schwarzen sind klarer. Von den Necromorphs, die sind halt schon mal noch einen ganzen Zacken schärfer und die fressen ziemlich gut Munition, ey. Ja, man könnte natürlich halt schön mit Stase kämpfen irgendwie. Man könnte halt schön die Gliedmaßen abtrennen irgendwie und die mit den eigenen Gliedmaßen töten. Was machen das? Willkommen bei Benny und Steve. So, okay. Das Shuttle ist da. Dann gehen wir mal an Bord. Abgeschlossen. Twinkle, twinkle, little star.